Hi, wir müssen mal über das Video von gestern reden. Denn wie es vielleicht den einen oder anderen aufgefallen ist, gestern habe ich eigentlich zwei Videos hochgeladen, aber gestern Abend war irgendwie nur noch ein einziges Video online. Und der Grund dafür ist, ich habe aus moralischen Gründen das erste Video, was ich hochgeladen habe, runtergenommen. Das existiert schon noch auf YouTube, aber das ist ein ungelistetes Video. Das kann man sich nur noch angucken, wenn man über den Link in der Videobeschreibung jetzt geht. Und der Grund, warum ich das Video runternehmen musste, ist tatsächlich sehr, sehr interessant, warum ich auch jetzt hier dieses Video mache. Denn ich habe gestern einen Fall Guys-Klon gespielt mit dem Namen Bro Falls. Und ich habe den im Grunde auch nur gespielt, weil das wirklich so ein unfassbar frecher Fall Guys-Klon ist. Also wirklich so frech, wie du nur einen Klon machen kannst. Und der wurde mir halt bei Steam vorgeschlagen. Bei Steam werden einem ja manchmal Spiele vorgeschlagen. Mir wurde das vorgeschlagen. Ich habe es gesehen, dachte mir, hä? Das sieht sehr, sehr frech aus. Hab runtergescrollt, hab ein paar Bewertungen gelesen. Die Bewertungen waren dann sowas wie, ah, jetzt wo Fall Guys kostenlos ist, muss man es nicht mehr spielen. Und ich dachte, okay, gut, gucken wir uns das mal an. Also habe ich ein Video aufgenommen, Video geschnitten, Video online gestellt, gesehen, ah, okay, ich kriege einen Copyright-Claim. Also ich habe nicht mal einen einzigen Cent mit diesem Video verdient. Video online gestellt, mir was zu essen gemacht und beim Essen machen in die Kommentare geguckt. Und da habe ich dann ein, zwei Kommentare gesehen von Leuten, die gesagt haben, ah, Bador, sei bei dem Spiel vorsichtig, denn wenn du spielst, werden Bitcoins gefarmt. Und dachte ich mir, hä, das Bitcoins? Das Spiel ist doch bei Steam. Es scheint wirklich so zu sein. Während du das Spiel Bro Falls spielst, bist du am Hintergrund, während du das spielst, am Kryptominen. Wir müssen da jetzt nicht ins Detail gehen, aber man könnte schon argumentieren, dass das eigentlich nicht erlaubt sein kann. Man könnte argumentieren, dass das sogar schädlich für deinen Computer ist. Und die Frage ist auch, wo gehen diese Kryptos hin, die du da produzierst? Zu den Entwicklern. Das heißt, du spielst einen Fall Guys-Klon, der nicht scheiße ist, der war ganz nett. Aber während du das spielst, ist dein PC eigentlich nicht mit dem Spiel beschäftigt, sondern dein PC ist damit beschäftigt, Kryptos zu meinen. Bisschen ranzig. Bisschen ranzig. Als ich das gelesen habe, habe ich auch direkt das Spiel deinstalliert, habe ein paar Antivirprogramme durchlaufen lassen und so und nichts gefunden. Und es kann auch übrigens sein, dass das inzwischen nicht mehr so ist. Ich habe aber keinen Artikel gefunden oder was ähnliches, der belegt hat, dass das nicht mehr so ist, aber zumindest Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres war es noch so, dass du mit dem Spiel Kryptos gefarmt hast und das kann ich persönlich nicht verantworten, Werbung zu machen für ein Spiel, wo dann meine Zuschauer Kryptos irgendwo farmen für irgendwelche Entwickler, also insane. Und ja, das ist schon die gesamte Geschichte. Das wird kein langes Video, ist kein langes Video, ist eher so ein Infovideo, weil ich das wirklich so absurd finde, dass das so ist. Aber gut, ja, danke an die paar Leute, die das schon irgendwie wussten, woher auch immer. Bevor ich ein Spiel spiele, gucke ich auch übrigens immer erstmal bei YouTube, wer das so gespielt hat. Und im deutschen Bereich hat es kaum jemand gespielt, aber im englischsprachigen Bereich hat das John Sandman gespielt. Das ist ein YouTuber, den ich eigentlich sehr mag und sehr schätze, aber der scheint das auch nicht ganz im Blick gehabt zu haben. Ja, ganz absurde Geschichte. Aber gut, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.